Setzpunkt, der Podcast des Hessischen Landtages. Gute und herzlich willkommen zur 5. Folge von Setzpunkt, dem Podcast des Hessischen Landtages. Ich bin Justin. Und ich bin Jakob. Wir absolvieren im Moment ein freiwilliges soziales Jahr hier in der Kanzlei des Hessischen Landtages. In der letzten Folge haben unsere Vorgänger mit der Landtagspräsidentin Astrid Wahlmann bereits über ihre Tätigkeit sowie die Schwerpunkte ihrer Präsidentschaft gesprochen. Wenn euch das Thema interessiert, hört doch gerne mal in Folge 4 rein. Heute soll es aber um etwas anderes gehen. Im vergangenen Dezember kam es nämlich zu einer Premiere hier bei uns im Hessischen Landtag. Der Plenarsaal war voll besetzt, aber diesmal saßen dort nicht die Abgeordneten des Hessischen Landtages, sondern über 120 Jugendliche. Sie nutzten die politische Bühne, um im Rahmen des HOP-Landesjugendkongresses den jungen Leuten in Hessen eine Stimme zu geben. HOP, das steht für Hands-on Participation und bedeutet etwa so viel wie aktive Beteiligung. Es ist ein neues Format für Jugendbeteiligung auf Landesebene. 3 Tage lang hatten Jugendliche aus ganz Hessen die Chance, sich miteinander auszutauschen, Forderungen zu erarbeiten und diese später mit den Abgeordneten des Landtages zu diskutieren. Bei der Themenwahl waren die Teilnehmenden völlig frei, sie durften also eigenständig Arbeitsgruppen vorschlagen und dann für diese abstimmen. Geplant ist, das Format von nun an in regelmäßigen Abständen stattfinden zu lassen, um Abgeordnete regelmäßig für jugendrelevante Themen zu sensibilisieren. Ganz schön spannende Tage waren das hier im Landtag, oder Justin? Ja, definitiv. Der HOP und die vielen Jugendlichen haben den Landtag doch ordentlich aufgewirbelt. Aber vor allem im positiven Sinne. Eine sehr lebendige Veranstaltung. Besonders spannend war es für uns, die Zusammenarbeit von Jugendlichen mit ganz verschiedenen Interessen und Altersgruppen zu beobachten. Die Veranstaltung hat aber auch gezeigt, wie viele gemeinsame Anliegen es gibt und dass alle den gemeinsamen Wunsch haben, mit ihrem Anliegen gehört zu werden. Aber am besten erklären wir doch mal kurz, woher das Konzept des HOP überhaupt stammt. Die Idee stammt von verschiedenen Verbänden, die sich in Kooperation mit dem Hessischen Jugendring für mehr politische Mitsprache von Jugendlichen einsetzen. Sie haben gemeinsam ein Konzeptpapier erarbeitet, in dem sie verschiedene neue Formate fordern. Als Grundlage dieser Forderungen dient die UN-Kinderrechtskonvention, in welcher unter anderem folgender Grundsatz formuliert wurde. Alle Kinder haben das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde also bereits durch den HOP-Kongress vorgenommen. Die Rechte, die durch die UN-Kinderrechtskonvention festgelegt wurden, haben in Deutschland übrigens denselben Stellenwert wie ein Bundesgesetz. Hier in Hessen wurde die Wichtigkeit von Jugendbeteiligung auch nochmal dadurch verdeutlicht, dass Kinderrechte im Jahre 2018 in die hessische Verfassung übernommen wurden. In diesem Zuge hat die Landesregierung auch als erstes Bundesland eine hauptamtliche Stelle für eine Kinderrechtebeauftragte geschaffen. Und auch auf kommunaler Ebene wurde in der hessischen Gemeindeordnung bereits festgehalten, dass für junge Menschen ein Recht auf Beteiligung gilt. Ja, und neben dem HOP-Kongress wurden allerdings auch noch weitere Beteiligungsformate vorgeschlagen. Hierzu zählt etwa ein Jugendrat, der als landesweites Parlament fungieren und Hessens Jugendliche möglichst gut repräsentieren soll. Zusätzlich soll ein Jugendportal geschaffen werden, das etwa für Befragung nutzbar sein soll und einen Überblick über verschiedene Beteiligungsformate bieten könnte. Ihr merkt also, dass auch noch einiges für die Zukunft geplant ist, um die Beteiligung von Jugendlichen voranzutreiben. Doch auch jetzt schon gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich junge Menschen in Hessen an der Gesellschaft beteiligen können. Ganz genau. Hierfür haben wir uns während des HOPs einmal umgehört und wollten wissen, wie sich Teilnehmende ehrenamtlich engagieren. Also hören wir doch einfach mal rein. Ich war viele Jahre in der Schülerinnenvertretung aktiv, auch als bis zu meinem Abitur als Vorsitzende der Landesschülerinnenvertretung. Ich habe mich da für eine bessere Schule eingesetzt und für die Interessen der SchülerInnen in Hessen. Politisch eher weniger, gesellschaftlich schon etwas. Also ich bin bisher auf den Fridays for Future Demos ziemlich häufig mitgelaufen und versuchte auch immer recht viel daran noch mitzuwirken, auch nicht nur auf den Demonstrationen zu sein. Ich bin im Jugendparlament Limburg tätig und in dem Sinne versuche ich mich zu beteiligen und auch vielen Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, ihre Wünsche zu äußern. Ja, also ich bin in meiner Gemeinde, Evangelische Jugend, bin ich ehrenamtlich aktiv und leite Jugendgruppen. Musik
Diese jungen Menschen scheinen aber kein Einzelfall zu sein. Laut einer Studie der Vodafone-Stiftung aus dem März 2022 gehen 66% der 14- bis 24-Jährigen davon aus, dass Menschen in ihrem Alter politisch etwas verändern sollten. Also eine ganze Menge. Gleichzeitig sind 73% aus dieser Altersgruppe unzufrieden damit, wie ihre Interessen von der Politik wahrgenommen werden. Vor diesem Hintergrund scheint es also umso wichtiger, den Interessen junger Menschen Gehör zu verschaffen und den Dialog mit Abgeordneten zu fördern. Aber warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche beteiligen? Experten stellen fest, dass sich viele Jugendliche durch Übertragung von Verantwortung in ihren Anliegen und Bedürfnissen besser ernst genommen fühlen und als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft akzeptiert werden. Außerdem sorgt eine Beteiligung im besten Fall ja auch für eine jugendgerechtere Ausgestaltung von aktueller Politik. Beispiele hierfür sind die Schulpolitik, aber auch die Umwelt- und die Klimapolitik. Besonders wichtig ist auch die Tatsache, dass Beteiligung ein zentraler Bestandteil von politischer Bildungsarbeit ist. Eine demokratische Gesellschaft zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sich alle Menschen einbringen und beteiligen können. Und apropos Beteiligung. In diesem Jahr steht bei uns in Hessen wieder die Landtagswahl an. Am 8. Oktober sind alle wahlberechtigten Hessinnen und Hessen dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Also für alle, die schon wählen gehen können, nutzt auch diese Chance, euch aktiv zu beteiligen. Jetzt wollen wir aber wieder zurück zum Hop kommen. Wir haben schon viel über den Rahmen und die Atmosphäre des Kongresses gesprochen. Natürlich ist aber auch wichtig, einen Blick auf die Forderungen zu werfen, auf die sich die Jugendlichen letztendlich verständigen konnten. Bevor wir euch aber die finalen Top 5 des Forderungskataloges vorstellen, möchten wir erst nochmal reinhören, welche Themen den einzelnen Jugendlichen denn besonders am Herzen lagen. Also mir besonders wichtig war Nachhaltigkeit und auch Flüchtlingsunterbringung. Unterstützung von SV und Schülervertretungen generell und dass es generell mehr Werbung dafür gibt, sodass auch andere Jugendliche davon mitbekommen und die Möglichkeit haben, sich hier einzubringen. Dafür ist für mich einfach ein ganz wichtiges Ziel, das Wahlalter ab 16, weil wir haben das Recht, uns zu beteiligen und es würde viel verändern, dass wir auch schon mit 16 wählen können und auch Einfluss haben. Also definitiv mehr Jugendkongresse und ja, dass man sich einfach öfter treffen kann, weil einmal im Jahr ist definitiv zu wenig und ich finde, die Politik sollte mehr von Jugendlichen hören. Ihr merkt bestimmt, es waren ganz viele wichtige Forderungen und Ideen, mit denen die Teilnehmer hier in den Kongress gegangen sind. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, welche Forderungen die Vollversammlung für besonders wichtig hielt. Auf Platz 1 befindet sich die dringende Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs. Also Ausbau, Sanierung und bessere Taktung, vor allem auch im ländlichen Raum. Darauf folgt die Forderung nach einem kostenlosen Nahverkehrsticket für junge Menschen, die sich in einer Ausbildung befinden. Auf Rang 3 landet der Wunsch nach einer besseren Förderung des ehrenamtlichen Engagements, zum Beispiel durch kostenlosen ÖPNV, finanzierte Weiterbildungsangebote und mehr finanzieller Wertschätzung. Komplettiert werden die Top 5 sowohl durch die Forderung nach einer Überarbeitung des Klimagesetzentwurfs der Landesregierung als auch durch den Wunsch nach einer kostenlosen Bereitstellung von Menstruationsartikeln in Bildungsstätten und anderen öffentlichen Einrichtungen. Und bereits auf Rang 6 befindet sich die Forderung, ein regelmäßiges hessisches Format zur Teilhabe aller Kinder und Jugendlicher zu etablieren. Also beschließt der Hop hiermit praktisch, dass Jugendbeteiligung auch in Zukunft weiter gestärkt werden sollte und dass Beteiligungsformate, wie der Hop, dringend benötigt werden. Damit kommen wir nun auch schon zu unserer letzten Frage. Denn uns hat natürlich nach 3 Tagen Hop vor allem auch interessiert, wie das Format denn bei den Jugendlichen angekommen ist und was ihnen in Erinnerung bleiben wird. Hier ein paar Eindrücke. Also einerseits natürlich viele interessante, coole Menschen, die man hier kennenlernt, mit interessanten Meinungen, schlaue Menschen auch. Und dieser politische Austausch mit verschiedenen Meinungen, der bringt natürlich alle weiter, denke ich. Ich glaube, das ist wirklich zu sehen, dass es so viele interessierte und engagierte Jugendliche gibt. Ich meine, das habe ich immer wieder mitbekommen, aber so viel auf einen Haufen zu haben, das ist schon auch richtig empowernd. Man findet hier bestimmt auch einige Freunde fürs Leben und es ist wirklich eine sehr entspannte Stimmung, wo auch niemand ausgegrenzt wird und alle wirklich miteinander gut klarkommen. Und das freut mich hier sehr und es hat mich ziemlich positiv überrascht. Ich glaube, viele, vor allem Frauen kennenzulernen oder junge Frauen kennenzulernen, die total stark sind und
mit meinen politischen Themen mit auf einer Wellenlänge sind. Und ja, es gibt mir ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Doch auch bei den Abgeordneten scheint der Kongress noch nicht in Vergessenheit geraten zu sein. Im dringenden Entschließungsantrag, Jugendbeteiligung wird in Hessen großgeschrieben, wurde während der Plenarsitzung am 26. Januar nochmal festgehalten, dass der Landtag die Ergebnisse des Jugendkongresses ernst nimmt und sich für eine Verstetigung des Formates einsetzen wird. Also ich denke, wir können zusammenfassen, dass das Konzept im Großen und Ganzen doch sehr gut angekommen ist. Klar ist aber auch, dass Jugend und Politik weiter den Dialog suchen müssen. Übrigens, im Juni ist eine Follow-up-Veranstaltung des Hauptkongresses geplant. Dabei soll bei einer erneuten Zusammenkunft geschaut werden, welche Forderungen der vergangenen Veranstaltung vielleicht schon umgesetzt werden konnten oder zumindest Eingang in die politische Debatte gefunden haben. Zudem kann dann darüber gesprochen werden, wo vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nachjustiert werden muss. Falls ihr durch die vielen positiven Rückmeldungen auch Lust bekommen habt, politische Prozesse kennenzulernen und den Landtag zu erkunden, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website www.junger-hessischer-landtag.de vorbei. Hier findet ihr zahlreiche Möglichkeiten, wie auch ihr einmal den Landtag erleben könnt. Wenn ihr mögt, könnt ihr einfach eure Lehrkraft darauf ansprechen und sie auf die Angebote aufmerksam machen. Damit sind wir nun auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir sind dabei durch unseren Besuch des Hauptkongresses mit vielen hessischen Jugendlichen ins Gespräch gekommen und haben zahlreiche Möglichkeiten der Jugendbeteiligung kennengelernt. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge von Setzfunk gefallen hat und ihr auch wieder einige neue Aspekte für euch mitnehmen konntet. Seid gespannt, welches Thema wir in der nächsten Folge für euch vorbereiten. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.